Das ist Priska, arbeitet hier am Empfang der Firma Kiefel in Freilassing. Die Kiefel GmbH ist ein international erfolgreicher Maschinenbauer, ein Hightech-Unternehmen, dessen Maschinen rund um den Globus begehrt sind. Auch das war ein Grund für Priska, sich bei Kiefel zu bewerben. Und zwar, um hier ein Verbundstudium zu machen. Das heißt, die junge Frau studiert in Rosenheim Betriebswirtschaft und absolviert hier gleichzeitig die Ausbildung zur Industriekauffrau. Für die Firma Kiefel habe ich mich entschieden, weil man ja im Internet auf alle Fälle schon nachlesen konnte, zum Beispiel, dass sie weltweit operiert und weil ich das sehr spannend finde. Und diese reine Theorie und das reine Studium, ich habe immer schon gewusst, dass das nicht das Richtige für mich ist und dass mir das ein bisschen zu trocken sein wird. Und deswegen bin ich wahnsinnig glücklich, dass ich jetzt beim Kiefel die Verbindung mit der Praxis und mit der Theorie eben hier habe. Und zwar seit September 2017, rund 1,5 Jahre. Gute 1,5 Jahre. Die einjährige Praxiserfahrung in Form von der Ausbildung war wahnsinnig interessant. Man lernt das Unternehmen eben kennen und die ganzen Abläufe und man fühlt sich auch schon richtig wohl. Und dann, wenn man dann die Theorie im Studium kennenlernt, dann kann man auch schon erste Verknüpfungen zu dem Gelernten herstellen und das ist optimal für mich. Was optimal für Priska ist, könnte auch für andere optimal sein. Das Angebot an Verbundstudienmöglichkeiten bei der Kiefel GmbH ist vielfältig. Wir haben vor einigen Jahren begonnen mit dem Studiengang Mechatronik in Kombination mit dem Ausbildungsberuf Industriemechaniker, sind aber mittlerweile so weit, dass wir uns da ganz öffnen und auch andere Studiengänge in Kombination mit anderen Ausbildungsberufen zulassen. Ob das dann Maschinenbau ist, ob das Wirtschaftsingenieurwesen ist, also wir sind da ganz aufgeschlossen. Wie aufgeschlossen, das lässt sich erfahren am Tag der Ausbildung. Am Samstag, den 30. März von 9 bis 12 Uhr bei der Kiefel GmbH in Freilassing. Vorgestellt werden Verbundstudienmöglichkeiten genauso wie spannende Lehrberufe.